Herzlich willkommen zu Big Hug Kids. Mein Name ist Sabine und das ist euer Programm für Yoga, Geschichten und Musik. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Und zur Begrüßung möchte ich euch gerne eine dicke Umarmung geben. Dazu brauche ich eure Hilfe. Streckt eure Arme weit aus zu beiden Seiten. Und auf drei möchte ich, dass ihr euch von mir eine dicke Umarmung gebt. Eins, zwei, drei. Big Hug. Oh, das fühlt sich so gut an. Wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir machen gemeinsam Einhorn-Yoga. Ja, genau, Einhörner. Ihr wisst schon, diese wunderschönen Pferde mit diesem prächtigen Horn auf der Stirn. Und oft haben sie eine besonders hübsche Mähne, manchmal in ganz bunten Farben und ihre glänzenden Hufe. Und ganz besonders wichtig natürlich ihr Einhornzauber, ihr magischer, der in ihrem Horn steckt. Genau. Und zu Beginn möchte ich ein kleines Spiel mit euch spielen. Wenn ich bis drei zähle, möchte ich, dass ihr auf der Stelle galoppiert, wie ein wunderschönes Einhorn, das durch seinen magischen Wald trabt und einfach nur sein Leben genießt. Eins, zwei, drei, los geht's! Sehr gut habt ihr das gemacht. Nun möchte ich, dass ihr wieder wie ein Einhorn galoppiert. Aber nun wird unser Einhorn von einer wilden Hummel verfolgt. Oh, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Das heißt, in unserem Geist sind den ganzen Tag viele wilde Gedanken, die durch den Kopf schießen. Und was meint ihr? Ist das ein schöner, ein entspannter und ein glücklicher Zustand? Nein, genau. Und deswegen haben die Yogis etwas erfunden, das man Meditation nennt. Und das möchte ich jetzt mit euch tun. Dafür bitte ich euch, in einen bequemen Schneidersitz zu kommen auf den Boden. Und ja, was glaubt ihr, warum man meditiert? Genau, um diesen wilden Geist, den von der Hummel gestochenen oder vom Skorpion gestochenen Geist, zu beruhigen, sich zu entspannen und sich einfach wohlzufühlen. Für unsere Meditation heute habe ich mir ein ganz besonderes Mantra überlegt. Und zwar eines, das zu unserem Einhorn-Thema passt. Und das Mantra, das heißt der kleine Satz, den wir immer wieder wiederholen bei unserer Meditation, lautet wie folgt. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Und Glauben ist eine
so wichtige Sache, nicht nur bei Einhörnern. Bei Einhörnern heißt es nämlich, nur wer an Einhörner glaubt, kann auch ein Einhorn wirklich erkennen. Und Glaube ist aber auch für uns wichtig, denn nur wenn ihr an euch selber glaubt, dann könnt auch ihr eure wunderbaren und einzigartigen Fähigkeiten in euch erkennen und sie auch für alle anderen sichtbar machen. Deswegen ist es so, so wichtig, dass ihr ganz fest an euch glaubt. Ihr seid wunderbar und ihr seid einzigartig, so wie ein einzigartiges Einhorn. Und das möchten wir heute mit unserer Meditation immer wieder wiederholen. Bringt doch dafür mal, setzt doch dafür mal eure Yoga-Brille auf. Euer Daumen und eure Zeigefinger berühren sich und seht einmal herum. Vielleicht seht ihr ein wunderschönes Einhorn vorbeigaloppieren. Und ihr könnt eure Yoga-Brille sogar andersherum aufsetzen. Dann funktioniert sie auch noch. Das ist aber ganz schön schwer. Und ihr könnt auch ein Glas richtig herum und das andere falsch herum aufsetzen. Und ihr könnt das dann sogar auch noch umdrehen. Wow, wie cool. Ich möchte, dass ihr nun die Yoga-Brille abnehmt, sie zerbrecht. Und für unsere Meditation möchte ich, dass sich eure Daumen und Fingerspitzen berühren, während wir unser Mantra sagen. Und das Mantra lautet, wie schon gerade gesagt, ich glaube an mich. Bringt eure Hände auf eure Knie in euren Schoß, setzt euch ganz gerade hin und dann sagen wir gemeinsam unser Mantra auf. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Jetzt sagen wir es ein bisschen leiser. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Und jetzt macht ihr weiter, aber ihr sagt den Satz in eurem Kopf und macht die Augen zu und verschließt eure Lippen. Eure Daumen und Finger machen weiter und ihr sagt euch das Mantra im Kopf. Großartig gemacht. Wie fühlt ihr euch jetzt? Fühlt ihr euch entspannt, friedvoll, zufrieden? Genau, ja. Dafür meditieren wir. Und habt ihr vielleicht eine Idee, wann ein guter Zeitpunkt für eine Meditation ist? Genau, vielleicht abends vor dem Zubettgehen. Oder wenn ihr euch mit jemandem gestritten habt. Oder wenn ihr euch über etwas ärgert. Oder vielleicht sogar, wenn ihr in der Schule einen Test habt und ihr möchtet euch vorher einfach etwas entspannen. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr dieses Mantra, diese Meditation wiederholt. Ich glaube an mich. Und zwar einmal am Tag, aber nur an den Tagen, an denen ihr eure Zähne putzt. Okay? Die wenigsten Menschen haben ein Einhorn schon mal in echt gesehen. Meistens liest man nur über sie in Büchern. Und wir wollen jetzt auch mal ein Buch gemeinsam lesen. Dafür streckt eure Beine gerade nach vorne aus und eure Arme auch. Als erstes möchte ich euch mit euch ein Arm-Einhorn-Buch lesen. Genau, dafür öffnen wir unser Buch, schließen unser Buch, öffnen das Buch, schließen das Buch, öffnen das Buch, schließen das Buch, öffnen das Buch, blättern die Seite um. Blättern die Seite um, blättern die Seite um, blättern die Seite um. Was für ein wunderschönes Einhornbild. Blättern die Seite um, blättern die Seite um, blättern die Seite um, blättern die Seite um, blättern die Seite um. Schließt das Buch. Und ich möchte mit euch auch ein Bein-Einhorn-Buch lesen. Genau das gibt's auch. Dafür öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch. Blättert die Seite um, blättert die Seite um, blättert die Seite um. Ach, was für ein wunderschönes Bild von einem Einhorn. Blättert die Seite um, 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 blättert die Seite um. Schließt das Buch. Und ein ganz
besonderes Buch über Einhörner und ein schwieriges Buch noch dazu ist das Ganzkörper-Einhornbuch. Und das geht so. Ich möchte, dass ihr eure Arme und eure Beine in die Luft streckt. Und dann öffnet Arme und Beine, öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch, schließt das Buch, öffnet das Buch, blättert die Seite um, blättert die Seite um, blättert die Seite um. Was für ein wunderschönes Bild von einem Einhorn. Blättert die Seite um, blättert die Seite um, schließt das Buch. Sehr schön habt ihr das gemacht. Und in diesen Büchern erfährt man dann, dass Einhörner am liebsten in magischen Wäldern leben. Und dort gibt es ganz zauberhafte Blumen. Wir kommen in unsere Blumenpose. Dafür möchte ich, dass euch sich eure Fußsohlen berühren und ihr sie dann in die Luft hebt. Dann streckt ihr eure Arme nach oben aus und lasst sie durch eure Beine hindurchtauchen und wieder hervorschauen. Was für eine wunderschöne Blume ihr doch seid. Seid ihr eine Tulpe? Eine Rose? Vielleicht eine Sonnenblume? Oh, ich möchte mal, dass ihr einen wunderschönen Atemzug nehmt und durch die Nase tief einatmet, um den wunderschönen Duft zu riechen, den ihr versprüht. Nochmal. Das duftet ja ganz herrlich. Aber wisst ihr was? Wenn ich hier so an meiner Blume rieche, ich glaube, ich habe so eine Stinkefußblume. Ich bin mir nicht sicher, was mit der kaputt ist. Ihr könnt eure Beine wieder auf den Boden stellen. Und selbst wenn ihr in so einen Einhornwald gehen würdet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ihr ein Einhorn wirklich seht. Denn Einhörner sind sehr schüchterne Wesen. Und wisst ihr was? Selbst wenn ihr in ihre Nähe kommt, dann galoppieren sie wahrscheinlich davon. Wir kommen in so eine V-Position, drücken in unsere Hände und unsere Füße und dann treten wir mal mit unseren Füßen nach oben, wie ein Einhorn das ausschlägt. Das austritt. Tretet einfach mit euren Beinen in die Luft. Genau. Und weil Einhörner so schüchtern sind, kommen sie meistens erst abends aus ihrem Wald, wenn der Mond scheint. Wir kommen in unsere Mondpose. Dafür strecken wir unsere Arme ganz nach oben und biegen uns zu einer Seite wie ein wunderschöner Mond. Und Mondsicheln gibt es auch auf der anderen Seite. Wir strecken uns einmal gerade nach oben und noch einmal zur anderen Seite hinüber. Wunderschön macht ihr das. Wir kommen wieder nach oben und kommen nun in unsere fertige Einhornpose. Dafür knien wir uns auf den Boden. Dann stellen wir einen Fuß nach vorne, strecken unsere Arme in den Himmel. Unsere Handflächen berühren sich, wir machen ein wunderschönes Horn. Und dann lassen wir unser Einhorn mal ganz grazil traben, indem wir nach vorne und nach hinten lippen. Und was wir im Yoga auf einer Seite machen, machen wir auch auf der anderen. Deswegen stellen wir nun unseren anderen Fuß nach vorne, nehmen unsere Hände nochmal hoch und lassen unser Einhorn nochmal traben. Wunderschön. Die Nacht neigt sich nun dem Ende zu und die Sonne geht auf. Stellt eure Füße etwas auseinander, streckt eure Arme aus und lasst eure Sonnenstrahlen funkeln. Wunderschön. Und jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen in die Knie gehen und eure Sonnenstrahlen auch mal nach zu beiden Seiten verteilen und euch nach beiden Seiten schwingen. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Ja, die Sonne ist aufgegangen. Und wisst ihr, was Einhörner dann am liebsten machen? Sie machen am liebsten ihren Einhorn-Sonnengruß. Und den möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Dafür macht ihr einfach die Bewegungen nach, die ich mache. Und ihr könnt gerne auch die Geräusche mit mir mitmachen, dann macht es noch mehr Spaß. Und wenn ihr den Text dann irgendwann könnt, könnt ihr einfach auch gerne mitsprechen, dann macht es noch mehr Spaß. Und so ein Einhorn-Sonnengruß beginnt immer mit einem Namaste. Das ist wie so ein kleines Einhorn hier vor unserer Brust. Und wisst ihr, was Namaste heißt? Es heißt, all die guten Dinge in mir sehen all die guten Dinge in dir.
Genau. Namaste, dein Horn hoch, dein Horn runter. Dein Horn hoch, das macht munter. Dein Horn hoch, streck die Arme schön hoch. Dein Horn runter, wie eine Glocke, lass es hängen. Und dann lausche seinen Klängen. Schaukel einfach ein bisschen ganz locker von einer Seite zur anderen. Dein Horn hoch, dein Horn runter. Jetzt wird es noch viel, viel bunter. Schritt zurück, das bringt Glück. Dein Horn hoch, lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Streck dein Horn schön nach oben. Dein Horn hoch, dein Horn runter. Jetzt wird unser Hund auch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Schaut nach oben, ganz verbogen. Au! Schaut nach unten, unser Hund. Auf, 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 auf. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, die Luft will raus. Schritt nach vorn zum Einhorn. Jetzt das andere Bein nach vorne bringen. Dein Horn hoch. Lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Streck dein Horn schön nach oben. Dein Horn hoch, dein Horn runter. Unser Hund ist auch noch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Auf, 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 auf. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, ihn zwickt eine Laus. Au! Schaut nach unten, unser Hund. Das wird ihm jetzt hier zu bunt. Spring nach vorn zum Einhorn. Wie eine Glocke. Lass es hängen. Und dann lausche seinen Klängen. Dein Horn hoch. Langsam wieder nach oben kommen. Dein Horn runter. Einhorn-Sonnengruß macht munter. Namaste. Das habt ihr ganz großartig gemacht. Wie wäre es, wenn wir jetzt zu unserem Sonnengruß einfach noch singen? Das macht noch mehr Spaß, oder? Und ihr dürft gerne mitsingen und die Geräusche mitmachen und in jedem Fall die Bewegungen. Seid ihr bereit? Los geht's. Namaste. Dein Horn hoch, dein Horn runter, dein Horn hoch, das macht munter. Dein Horn hoch, dein Horn runter, wie eine Glocke, lass es hängen und dann lausche seinen Klängen. Dein Horn hoch, dein Horn runter, jetzt wird es noch viel, viel bunter. Schritt zurück, ein Horn Glück, dein Horn hoch, lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Dein Horn hoch, dein Horn runter, da wird unser Hund auch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Auf, auf, auf. Schaut nach oben, ganz verbogen. Ahu! Schaut nach unten, unser Hund. Auf. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, die Luft will raus. Schritt nach vorn zum Einhorn. Dein Horn hoch, lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Dein Horn hoch, dein Horn runter. Unser Hund ist auch noch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, ihn zwickt eine Laus. Au! Schaut nach unten, unser Hund.
Das wird ihm jetzt hier zu bunt. Spring nach vorn, mach dein Horn wie eine Glocke, lass es hängen und dann lausche seinen Klängen. Dein Horn hoch, dein Horn runter, ein Horn Sonnengruß macht munter. Namaste! Großartig habt ihr das gemacht! Und ich glaube, ich kann es für euch noch ein bisschen schwerer machen. Was meint ihr? Okay, lasst es uns noch einmal gemeinsam machen und ich baue am Ende noch zwei extra Überraschungsposen für euch ein. Okay, also gut zuhören. Namaste! Ein Horn hoch, ein Horn runter, ein Horn hoch, das macht munter. Ein Horn hoch, ein Horn runter, wie eine Glocke, lass es hängen und dann lausche seinen Klängen. Dein Horn hoch, dein Horn runter, jetzt wird es noch viel, viel bunter. Schritt zurück, ein Horn Glück, dein Horn hoch, lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Dein Horn hoch, dein Horn runter, unser Hund ist auch noch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Schaut nach oben, ganz verbogen. Ahu! Schaut nach unten, unser Hund. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, die Luft will raus. Schritt nach vorn zum Einhorn. Dein Horn hoch, lass es strahlen in den schönsten bunten Farben. Dein Horn hoch, dein Horn runter, unser Hund ist auch noch munter. Schaut nach unten, unser Hund. Aff, aff, aff. Atmet ein, das ist gesund. Atmet aus, ihn zwickt ne Laus. Au! Schaut nach unten, unser Hund. Das wird ihm jetzt hier zu bunt. Und jetzt lassen wir mal unser Einhorn nach oben treten. Unsere Einhorn treten nach oben. Schaut nach unten, unser Hund, das ist hier ja ziemlich bunt. Und jetzt kommen wir zu unserer Narwalpose. Und zwar, wisst ihr, was ein Narwal ist? Ein Narwal sieht so ähnlich aus wie ein Delfin und hat einen ganz langen Zahn, der aussieht wie ein Einhorn, also wie ein Horn. Deswegen ist er so ein bisschen wie das Unterwassereinhorn. Und dafür kommen wir jetzt auf alle Viere. Und dann könnt ihr eure Finger hier vorne verschränken. Und dann könnt ihr nach vorne und zurück wippen und ein Geräusch machen wie so ein Delfin-Narwal. Und wenn ihr es richtig schwer haben wollt, dann könnt ihr sogar noch eure Füße abheben, eure Knie vom Boden und ausstrecken und dann nach vorne und zurück wippen. Unsere Narwalpose. Großartig. Super macht ihr das. Schaut nach unten, unser Hund. Kommt wieder in die Hundposition. Das ist hier ja wirklich bunt. Spring nach vorn, mach dein Horn. Wie eine Glocke, lass es läuten und dann lausche diesem Läuten. Dein Horn hoch, dein Horn runter, ein Horn Sonnen, Gruß macht munter. Ich danke euch, das habt ihr großartig gemacht. Was für wunderbare Einhorn-Sonnengrüße.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und zum Schluss möchte ich euch natürlich auch noch mit einer ganz dicken Umarmung verabschieden. Dafür brauche ich noch einmal eure Hilfe. Streckt eure Arme ganz weit aus für mich. Und auf drei möchte ich, dass ihr euch von mir eine dicke Umarmung gebt. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Big Hug. Das fühlt sich so gut an. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute mit mir Einhorn-Yoga und Einhorn-Sonnengrüße gemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Sabine von Big Hug Kids. Ciao.